Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal wieder ein aktuelles Angebot bei Aldi Süd. Und zwar handelt es sich um einen 360 Grad Ozonsterilisator. Das ist ein Gerät, das kann man oben aufklappen und da kann man dann verschiedene Dinge hineintun, die man sterilisieren möchte. Nicht desinfizieren, sondern sterilisieren. Das heißt, man kann darin etwas steril machen mit diesem Ozon. Ozon ist ein natürlich vorkommendes Gas. Jeder kennt das Ozonloch, aber keine Angst, ihr könnt mit dem Ding hier das Ozonloch nicht vergrößern. Die Menge an Ozon, die hier freigesetzt wird, ist minimal. Sonst wäre es auch nicht als normales Gerät für den Endverbraucher freigegeben. Was kann ich hiermit machen? Sinn und Zweck ist ganz einfach. Wir laufen ja in Zeiten von Corona rum und die Vernünftigen unter uns, die waschen sich automatisch immer die Hände, infizieren sich die Hände, infizieren sich die Hände und dann desinfizieren sie sich die Hände, also waschen oder mit Tüchern oder Desinfektionsspray die Hände wieder etwas sicherer machen. Und das machen wir sehr oft und wir laufen mit Maske rum natürlich auch. Es ist aber so, dass viele Leute etwas vergessen, dass sie halt den ganzen Tag anfassen, und zwar sind das unsere Handys zum Beispiel. Ich meine, wie viele Leute lassen ihr Handy den ganzen Tag nicht aus der Hand, im wahrsten Sinn des Wortes. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel zu Aldi gegangen bin und habe da eingekauft und habe da den Einkaufswagen angefasst und ein paar andere Sachen angefasst, gehe raus und vernünftigerweise nehme ich mir dann ein Desinfektionstuch, mache mir die Hände, desinfiziere mir die Hände, das ist ja in Ordnung. Wenn ich aber dann in die Hosentasche greife und sage, ach, mal gucken, ob einer angerufen hat und wische dann über mein Handy drüber und lege das wieder weg, nützt es nichts, weil das Handy fassen wir so oft an, wenn das nicht desinfiziert wird, dann könnte theoretisch, wenn da Bakterien und Viren drauf sind, die sind immer drauf im Übrigen, also die können wir nicht überhaupt nie verhindern, die sind da immer drauf, nur die tun in der Regel nichts, aber den momentanen Coronavirus oder zum Beispiel Grippevirus, sowas in der Art, den wollen wir natürlich dann nicht da drauf haben, aber die sind dann eben auch da drauf, weil wir halt den ganzen Tag damit rumgehen und dieses Gerät vergessen die meisten oder auch zum Beispiel die Geldbörse oder den Schlüsselanhänger. Das sind Dinge, die wir permanent anfassen und die müssen auch ab und zu mal desinfiziert werden oder sterilisiert, also steril machen. Und dafür ist dieses Gerät. Und dann würde ich sagen, wir machen den mal zusammen auf. Ist ja gerade erst hier angekommen, steht erst ein paar Minuten hier bei mir und dann gucken wir mal. Wir packen es mal aus und dann zeige ich euch mal, was man damit alles machen kann. So, gucken wir uns die Verpackung mal an. Also so soll das Ganze aussehen. 360 Grad Ozonstabilisator bzw. Sterilisator. Wir haben hier unten 360 Grad, kein Wenden notwendig. Das heißt also, wenn ihr irgendwas da reintut zum Desinfizieren, diese Ozonwellen desinfizieren, müsst ihr das nicht irgendwie umdrehen oder wenden oder so. Das hat deswegen die 360 Grad. Dann die Steuerung über integriertes Touchpad. Gucken wir uns gleich an. So soll das Ganze auch noch hier ein bisschen aussehen. Das heißt also, das Ganze soll wohl recht bunt sein. Ich lese das hier gerade mal vor. Stimmungsvolle LED-Beleuchtung, naja, integrierter USB-Port, das heißt, geladen wird das Ganze über ein USB-Kabel. LED-Licht zeigt Stabilisationsvorgang an. Das ist das Sinnvolle hier dran. Das heißt, je nachdem, welche Farbe das ist, zeigt er uns an, wie weit er ist. Also das ist jetzt keine Disco-Kugel. 360 Grad ist klar, kein Wenden notwendig, zeitsparender Vorgang 20 bis 40 Minuten, naja gut, 40 Minuten ist es nicht zeitsparend, beseitigt bei sachgerechter Anwendung 99,9% aller Bakterien und Viren. Für Smartphones, Schmuck, Schlüssel, Kopfhörer, Geldbörsen, das heißt also Metall und auch Stoff könnt ihr da reintun. Einfache Bedienbarkeitssteuerung mit integriertem Touchpad, ja, hatten wir schon. Hier könnt ihr es sehen, hier ist so eine, muss man gerade gucken, ob ich, ja, ich bin im
hier ist so eine Welle bzw. so ein Diagramm und 99,9% habt ihr nach 40 Minuten erreicht. Gut, da muss man natürlich gucken, 40 Minuten, wie gesagt, ist nicht so kurz, so mal zwischendurch geht das nicht. Einmal Micro-USB, Strom 1,5 Watt, also das können wir vernachlässigen. Ozonleistung 0,2 Watt, Ozonanreicherung 10 Milligramm pro Stunde. Ich bin kein Techniker, ich weiß nicht, was das heißt. Da wird es bestimmt unter euch wieder Leute geben, die da wahnsinnig gut Bescheid wissen. Hier ist nochmal, so sieht das Ganze aus. Hier oben kommt das rein, Geldbörse, Schlüssel. Auch Schlüssel ist natürlich interessant, weil die haben auch den ganzen Tag in der Hand. Handy, Schlüsselanhänger, etc. Also alles das, was wir öfter einpacken und was in diese Kiste hier reinpasst. Apropos Kiste, wir machen die Kiste jetzt mal auf. Von der Firma Schweiger habe ich schon mehrere technische Geräte auch selber schon besessen. Also die Firma Schweiger ist bekannt. Wie geht denn das nicht auf hier? So, dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze aussieht. Hier ist die Kiste. Okay, hier ist das USB-Kabel, ganz normales USB-Kabel, da wird das Ding mit geladen und kriegt darüber Strom. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung, wie wir das von Aldi auch immer kennen, mit Garantiekarte, immer sehr, sehr gut beschrieben, wie wir, wenn mal das Gerät kaputt ist oder wir nicht zufrieden sind, DHL-Filiale, wie das zurückgesendet wird, was wir ausdrucken müssen, also wirklich immer sehr, sehr vorbildlich. Wird hier unterstützt, wenn das Ding zurückgeschickt werden muss oder soll. Dann haben wir hier von der Firma Schweiger eine kurze Bedienungsanleitung, natürlich in Deutsch. Da steht also auch nochmal ganz genau drin, wie das Ding zu handhaben ist und was man als Sicherheits- und Warnvorschriften, die sollte man natürlich immer vorher durchlesen, zu beachten hat. So, dann haben wir hier das Teil. Hier haben wir einen Doppelt- und Dreif, meine Güte, was für ein Schutz. Einmal hier eine Folie und dann haben wir hier überall Folien drauf. Und hier klappt man das Ding auf. Könnt ihr sehen, hier so sieht das Ding innen aus. Ist so einfach eine Klappe. Meine Güte, das ist wie so ein Fernseher auspacken hier. Also die Leute, die Folien entfernen wollen, die sollten sich das Ding kaufen. Das ist schon mal ganz, ganz tolles Gefühl. Hier oben ist so eine Plastik Scheibe drauf. So sieht das Ganze aus. In Schwarz von der Firma Schweiger. Hier unten stehen nochmal die Bedienungs- bzw. der Vertrieb mit einer Telefonnummer, CE-Kennzeichen, 3 Jahre Garantie. Hier hinten haben wir unser USB 5 Volt Buchse und ja, mehr ist das eigentlich nicht. Und ja, dann gucken wir mal, ob da Strom dran ist. So, da jetzt kein Netzteil dabei ist, sondern nur ein USB-Ladekabel und das Ding jetzt ja keinen Akku hat, kann ich es jetzt nicht einschalten. Ich habe mir jetzt hier meine Powerbank geholt, 10.000 mAh hat das Teil. Da gehe ich jetzt einfach mal hier rein und das müsste dann eigentlich dann auch funktionieren. Das heißt, hier hinten kommt das USB-Kabel rein. So. Okay, wie mache ich das jetzt? Ja, also hier ist mein Handy, das tue ich jetzt mit der, ich mache jetzt mal die Plastikhülle weg, das Handy tue ich jetzt dann mal da rein. Das ist im Übrigen ziemlich großes, das ist ja auch die Frage, wie groß können die Handys sein, die da reinpassen. Also ein Tablet kriegt er da sicher nicht rein, aber ein Handy schon. Das ist ein großes Xiaomi Redmi Note 8 Pro mit 6,5 Zoll. Und das passt ohne weiteres rein. Also überhaupt kein Problem. Aber wie ihr seht, viel größer sollte es jetzt nicht mehr sein. Ui, es fängt an zu leuchten. Okay, ihr könnt das hier sehen. Ich hoffe, dass ihr es sehen könnt. Hier sind jetzt die LEDs an. Das ist jetzt hier in lila. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, doch, man kann es sehen. Also das ganze Ding sieht schon witzig aus. Jetzt geht es in blau über. Also das Handy steht jetzt da drin. Kein Problem. Normalerweise müsste ich es halt jetzt 20 oder 40 Minuten da drin lassen. Aber das will ich hier jetzt natürlich nicht komplett zeigen. Das wäre ein bisschen langweilig. Ich mache es nochmal auf, damit ihr das seht. Also, ein großes Handy, 6,5 Zoll. Da unten haben wir, kann man auch sehen, eine so eine Mulde, wo das sehr schön reinpasst. Und da gibt es auch noch, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, einen USB-Slot. Da habe ich jetzt gerade ein Kabel angeschlossen. Also theoretisch könnt ihr da euer Handy auch laden. Ich weiß nicht, was das soll, aber wenn das da 20 oder 30 Minuten drin ist, könnt ihr auch das Handy laden. So, auch nochmal rein, zumachen
Und dann gehen die Lämpchen halt an. Und der Arbeitsvorgang, das heißt das Desinfizieren, geht automatisch los, wenn ihr was reintut und zumacht. Ihr könnt hier oben, aber hier oben haben wir ja das Touchpad mit drei Tasten. Das heißt also, wir können hier zum Beispiel das Licht an- und ausmachen. Wir können hier die verschiedenen Farben entsprechend setzen. Und wir können hier oben auch nochmal extra eine Taste für den O3 steht da, das ist das Ozon, in Gang bringen. Das heißt, wir können alle drei Funktionen, Licht ein und aus, die verschiedenen Farben, wenn wir wollen, und den Ozon-Desinfektionsvorgang nochmal hier oben im Touchpad letztendlich in Gang bringen. Und das Ganze dauert dann zwischen 30 und 40 Minuten. Und dann schaltet sich nach 40 Minuten maximal, schaltet sich das Gerät dann selber aus. So, jetzt kann ich natürlich das Gerät hier nicht testen. Das heißt, ich bin jetzt hier natürlich kein Labor. Ich muss mich darauf natürlich verlassen, aber die Firma Schweiger, ich habe jetzt auch mal im Internet geschaut. Also das ist schon eine ordentliche Firma. Also ich denke mal, und vor allen Dingen Aldi ist eine ordentliche Firma, die bringen jetzt nichts auf den Markt. Weil ich muss im Prinzip ja vertrauen, dass wenn ich mein Handy da jetzt rein tue, dass es auch 40 Minuten später oder 30 Minuten später auch wirklich virenfrei ist. Ich finde es auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Man kann die Geldbörse reintun, das heißt also auch Stoff oder Leder kann rein, zumindest nach dieser Beschreibung hier. Handy, Schlüsselbund etc. etc. Also alles, was in die Box reinpasst, theoretisch auch die Brille, denke ich. Wie gesagt, es steht hier sonst nichts drin, so nach dem Motto, Achtung, das bloß nicht reintun. Also hier steht alles, was mit Metall ist, steht hier drauf. Aber da sollte man natürlich die Bedienungsanleitung im Einzelnen sich dann mal anschauen. Ich finde es eine interessante Geschichte, Kostenpunkt. Ich habe heute Morgen bezahlt 19,33 Euro. Das heißt also keine 20 Euro. Es ist ein Sicherheitsfeature. Wie gesagt, es ist kein Ladegerät dabei. Ihr braucht immer eine USB-Stromquelle. Aber Ladegeräte, USB-Ladegeräte haben wir wahrscheinlich alle wie zuhauf zu Hause. Oder halt so eine Powerbank. Oder ihr stöpselt es einfach dann in euren Rechner, in den USB-Port rein. Dann wird das ja halt entsprechend geladen. Das heißt also, ihr könnt natürlich auch jederzeit die Klappe aufmachen. Ozon ist nichts Schädliches für euch. Nicht in der... es fühlt sich schon besser an. Quatsch. Also nicht in der, ihr könnt im Prinzip auch da reingucken, also ihr müsst jetzt keine Angst haben, bei dem Wert, der hier drauf ist, passiert da nichts. Ich finde es, wie gesagt, eine interessante Geschichte. Großes Handy passt rein, Klappe zu, Affe tot, wie gesagt, ob jetzt grün oder rot oder lila, wie auch immer. Ja, interessante Geschichte. Und ich denke, alles, was wir in Richtung Corona positiv tun, wie gesagt, immer Maske tragen, Hände waschen, desinfizieren, gehört sowas vielleicht auch dazu für die Leute, die sagen, ich möchte da wirklich genau sicher sein. 20 Euro ist kein Problem. Ich habe mir sowas schon länger mal überlegt, sowas zu kaufen, aber ich habe bisher bei Amazon zum Beispiel nur Dinge gefunden, die ab 30, 40, 50 Euro aufwärts sind. Und das war mir dann doch ein bisschen zu viel. 20 Euro ist okay. Ich würde euch, wahrscheinlich ist das bei Aldi wieder sehr schnell ausverkauft, versuchen, ein, zwei Links unter dieses Video drunter zu setzen, wie immer, wo ihr einen günstigen 360 Grad Ozon Sterilisator dann bekommen könnt. Guckt da einfach mal rein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne meinen Kanal, empfehlt gerne meinen Kanal weiter. Ozon-Sterilisatoren, denke ich mal, sind auch im Moment in Corona-Zeiten, und da werden wir ja noch einiges mit zu tun haben, doch sehr gefragt. Es ist ein Sicherheitsfeature. Und der ein oder andere fühlt sich dann wesentlich besser dabei. Ich wünsche euch, denkt immer an die Maske, ans Händewaschen, aber da werdet ihr eher in jeder Ecke dran erinnert. Brauche ich nicht auch noch machen. Stabilisator bzw. Ozonreinigungs-Virengerät, wunderbar. Wir sehen uns hier beim nächsten Video wieder. Und ich kann kein Fazit machen, weil ich nicht weiß, ob es jetzt gewirkt hat oder nicht. Aber ich nehme es mal an, dass es das tut. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.